Wir kommen heute zu einer weiteren Stippvisite zu Adventure Capitalist, da heute ein neues Event dort beginnen soll. Und ja, ich werde gleich erstmal direkt reinschauen und alles weiter dann im Spiel erläutern. So, hier seht ihr, dass ich jetzt zuletzt vor etwas über 24 Stunden, also dort online war. Und das ist jetzt sozusagen der Bericht für die Erde. Hier warte ich jetzt auch schon, dass ich letztlich den nächsten Sprung machen kann. Das wird noch einige Weile dauern, bis ich hier wieder ein Reset mache. Und aktuell bin ich dabei, mal gucken, ansonsten lohnt sich hier letztlich nichts weiter zu aktivieren, weil die ja alle erst bei 250er Schritten, also hier bei 5000, hier bei 5250 erst wieder einen Multiplikator haben. Deswegen bin ich hier aktuell nur dabei, sozusagen die Newspapers hochzubringen, weil das hier ist ja im Moment das, was am niedrigsten ist. Und hier jetzt sozusagen noch 11 Elemente fehlen würden, um zum einen natürlich den Newspaper zu aktivieren und damit der Limonadenstand einen Multiplikator bekommt, aber vor allen Dingen auch, dass alles nochmal doppelt so schnell wird. Ich gehe aber davon aus, dass das erst wirklich gelingen wird, nachdem ich hier einen neuen Reset habe, also wenn ich hier letztlich wieder über 400 Duo-Trinktillionen Angels neu aktivieren kann und das dann mit dem Reset das erreichbar wird. Ihr seht auch insgesamt, dass ich hier inzwischen alles vergoldet habe, weil mit 90 Megabucks konnte man ja dann immer mal nochmal nachschauen. No. Weil hier diese Megaboost, da konnte man ja für 90 Megabucks konnte man 10 Tickets kaufen, die ich größtenteils schon verteilt habe. Und ihr seht auch hier im Lounge wird angezeigt, dass eben das neue Event, da komme ich gleich hin, das ist jetzt schon ein halber Tag vorbei, dass das läuft. Die letzten beiden Events, also den Blue Black Friday, den habe ich rechtzeitig gesehen und konnte ihn auch erfolgreich abschließen. Den die Capitalist Curl sogar übererfolgreich, das heißt von den neuen Zielen habe ich 20 erreicht. Nein, es ist so, dass nach den neuen Zielen gab es noch weitere Möglichkeiten, im Endeffekt Megabucks, glaube ich, zu bekommen waren das. Und ich glaube, es waren insgesamt 21, also den letzten Multiplikator habe ich hier nicht mehr geschafft. Und leider das Halloween-Event habe ich verpasst, weil ich da noch nicht mitbekommen habe, dass eben solche Events jetzt hier laufen und man dort etwas gewinnen kann. Genau, dann jetzt erstmal noch zum Mars, weil hier ist letztlich genauso wenig los. Hier warte ich auch auf die nächste Reaktivierung. Das wird hier nicht mehr so lange dauern, bis sich das lohnt, wieder zu verdoppeln. Und deswegen aktiviere ich hier dann immer nur alle paar Stunden, wenn ich dann doch mal wieder reinschaue, einfach diesen Multiplikator. Und im Moment, also bei 2,5 ist sozusagen hier der nächste, wo ich einen 10er-Schritt einfach mal aktivieren kann. Ansonsten gibt es hier leider halt auch nicht wirklich was zu tun. Das Hauptaugenmerk habe ich aktuell eben noch auf dem Mond. Hier ist es so, dass ich... also die Investoren sind jetzt gerade wieder angestiegen, das heißt, ich werde hier dann gleich resetten. Im Moment ist sozusagen das Ziel diese, ich glaube die Achterbahn, mal gucken, welche ist das, genau, den Amusement Park sozusagen auf die 1440 zu bringen und dann mit einem 888er Multiplikator hoffe ich, dass da ein ziemlicher Boost kommt, damit ich auch hier einen der nächsten Sprünge eventuell erreichen kann, weil die sind teilweise... Also hier von den Vergleichszahlen von 1700 auf 20.000, von 1700 auf 2000, die Schuhe sind auch noch um 400 entfernt, genauso hier um 300. Also mal sehen, ob dort möglich wird, wenn der Amusement Park sozusagen den Multiplikator aktiviert, dass ich dann den größeren Sprung auf einen von diesen drei schaffe, um dann ja, das Ganze zu beschleunigen und letztlich in diesen nächsten größeren Bereich von den 147, von den 200 möglichen Unlocks dann tatsächlich dort mehrere zu aktivieren. Und das andere ist dann auch noch der Laser, der jetzt aktuell bei 560 liegt. Da hoffe ich auch, dass ich den dann nach dem Reset eben auf den, ja, auf die 600 bekomme. Dann einmal das Giant Laser, weil der ist im Moment von den sozusagen pro Sekunde mit dem Anitrinktillion ist das eigentlich jetzt der höchste, weil alle anderen liegen deutlich drunter, eine ganze 10er-Potenz letztlich darunter.
Und ja, soweit. Hier mache ich dann erstmal den Reset, bevor ich dann in das neue Event starte und lasse dann in der Zeit sozusagen hier schon mal die einzelnen Sachen laufen. So, was hier auch noch das nächste ist, es gibt noch ein Achievement von den Steam Achievements, die dann aktiviert werden, wenn ich alle Manager kaufe, bevor ich irgendetwas anderes kaufe. Also so wie ihr jetzt hier sehen könnt, dass ich diese Duo-Trinktillionen-Leute brauche. Und im Moment ist es aber anscheinend alles noch zu weit weg. Aber das werden wir gleich nochmal sehen. Also hier erstmal den Quick-Buy. Und jetzt muss ich hier nochmal aufpassen, dass ich eben noch nicht die ganzen Angels kaufe. Also weil es hier gibt es auch Angels, die letztlich schon hier, wie das Gravity Boost, die kaufen euch sozusagen mehrere ja, von diesen Produktionsstätten dann schon ein. Und die erstmal noch zu überspringen, sondern erstmal nur die ganzen Multiplikatoren mitzunehmen, um zu gucken, ob ich aktuell mit dem jetzigen Angels, die aktiv sind, schon in einen oder beziehungsweise in einen Bereich vorstoßen kann. So, okay, die werden jetzt alle immer erst aktiviert, was natürlich ein bisschen unpraktisch ist, weil ihr bloß sozusagen eine begrenzte Vorschau bekommt. Okay, das heißt, mehr kann ich im Moment aktuell gar nicht aktivieren, ohne diese Moon, ohne im Endeffekt weitere Shops zu aktivieren. Aber ich bin noch viel zu weit weg, um hier letztlich, also nochmal hier nochmal aktivieren. Und diese, so, also Quattro-Vinktillionen, das ist auf jeden Fall noch weit genug weg, um die Duo-Trinktillionen tatsächlich zu aktivieren. Das heißt, ich kaufe die jetzt erstmal alle durch. Genau, die Quattro-Dissillionen kaufe ich jetzt noch nicht, weil die anscheinend immer noch mehr sozusagen Nachteile haben als die als Multiplikator bringen, weil dazu einfach zu viele Angel drauf gehen. Und jetzt geht es dann darum, einfach hier die ganzen Sachen durchzukaufen, alles zu aktivieren und dass dann auch die Multiplikatoren entsprechend laufen, weil das geht dann relativ fix. Was ich auch noch dann versuche zu erreichen, ist, dass wenn ich die nächsten, ah, jetzt habe ich wieder die Megabucks nicht umgetauscht. Aber das nächste Mal, wenn ich dann die Megabucks sozusagen erreiche, dass ich dann auch in der Lage bin, hier den letzten zu vergolden. Mal sehen, ob dort dann auch nochmal ein Abzeichen fällig wird. Hier noch kurz kann ich euch auch hier zeigen, die Badges. Also ein Großteil der Badges, also dieser Police Badge, ich glaube die Schuhe, das Waffeleisen und ich glaube dieses Emblem war von diesem einen Event. Das war hier dieses Black Friday Event, weil da gab es auch eben diese Waffeleisen, die Schuhe zu kaufen, dann eben das Police Shield und das andere war sozusagen die Auszeichnung. Von dem Capitalist Carol, glaube ich, sind dann genau dieser Kranz hier. Ich glaube, die Kohle gab es, das Stern und diese, also im Endeffekt diese hier. Genau, also die vier in der Reihenfolge und diese vier sind eventgetrieben. Das Isle of Earth T-Shirt gab es, nachdem ich letztlich alle goldenen, also alle Produktionsstätten vergoldet habe auf der Erde. Wie gesagt, vielleicht gibt es sowas auch nochmal für den Mond. Und das werden wir dann noch schauen. So, jetzt nochmal hier die letzten Multiplikatoren hochjagen, damit das eine dann, okay, jetzt sind wir hier schon bei über 500. Das heißt, das nächste wäre dann die 600 als Stufe. Und das dann jetzt einfach nochmal anzugleichen. Okay, hier ist genau der nächste große Multiplikator, womit sich das alles nochmal beschleunigt. Und das heißt, dass jetzt dann ziemlich bald ja, sozusagen diese Nachlässe hier in Reichweite kommen. Ich werde das jetzt hier bloß gerade mal noch kurz abgleichen. Dass es einfach ein paar glatte Zahlen sind, mit denen sich dann die Upgrades leichter zuordnen lassen, um letztlich dann die nächsten Stufen entsprechend dieser etwas krummen Liste. Also der Mond hat ja sehr unterschiedliche Steigerungszahlen für die einzelnen, ja, für die einzelnen Produktionsstätten. Und deswegen ist es da immer ein bisschen hilfreich, das dann bereits glatt zu haben. So, ich glaube, die hier ist jetzt bei 11, also bei 1200, das heißt 2 Zehner, dann ist ja auch der nächste Multiplikator aktiviert. Gut, hier kommt sowieso dann kein nächster Multiplikator, da bereite ich dann sozusagen die 20 vor, damit ich da einfach in 100er-Schritten weitergehen kann.
Hier ist es jetzt auch, okay, die brauchen noch eine Weile, bis dort der nächste 100er Schritt möglich ist. So, die hier bräuchten 50, für die Oxian war es eben diese 2880. Ja, ich denke, auf dem Status kann ich es jetzt erstmal laufen lassen, weil ich jetzt hier keinen weiteren Multiplikator aktivieren kann. Genau, der Amusement Park ist auch schon dann auf 40 zu bringen. Den aktiviere ich, also nehme ich erstmal die noch mit rein. Und dann schauen wir uns jetzt mal das Event an. New You Resolutions. A new year means it's time for a new you. Cue Montage. Will you take back your health after an indulgent holiday? Or will you give it to the junk side? Choose wisely or your wallet will suffer the consequences. Okay, das heißt, wir haben anscheinend ein bisschen zu viel gefeiert, zu viel gegessen und jetzt geht es darum, ja, irgendwie am Leben zu bleiben. Mal gucken. Okay, da hört der Definitiv. Brauche ich nicht. Gut, hier ist, hier wird im Endeffekt auch die Geschichte erzählt von dem Event. Das heißt, jetzt seht ihr, dass alles noch leer ist. Wir haben gar nichts. Und das wird wahrscheinlich dann nach und nach aktiviert werden. Hier die Event-Info. Event-Info. Investment are paid together in this event and they actually affect on other. Ah, okay. Choose wisely when investing in the unhealthy fast-paying options as they can sometimes negatively affect the highly profitable but slower healthy options. Rep notifications mean an investment has been negatively affected. Check the unlock menu to see which bonuses are coming up and strategize accordingly. Ah, okay, das heißt, ja, das eine, was wir kaufen, gibt Nachteile zu den anderen. Okay, hier sehen wir jetzt mal wieder, also sind größtenteils in 5er Schritten. Und mal gucken, ob dann in der Galerie irgendwie steht, inwieweit die hier letztlich was vermindern. Aber wahrscheinlich vermindern vor allen Dingen die Spread of Shredmills Profit mal 0. Ah, hier, mal 0,8. Also, das ist sozusagen die Verringerung. Das heißt, hier bei den Komfortsachen haben wir letztlich immer einen Wechsel zwischen Verbesserung und Verschlechterung. Bei den anderen habe ich jetzt sowas nicht gesehen. Das bedeutet aber umgekehrt, ich brauche ja trotzdem die Investments, um letztlich hier diese Speed-Multiplikatoren zu aktivieren. Also ja, also bin ich mal gespannt, wie sich das auswirkt. Und letztlich ging es darum, also im Moment sind erstmal für das erste Investment sind alle sozusagen Multiplikatoren möglich. Da ist keiner, der jetzt sich negativ auswirkt. So, Manager gehen dann ab 600 los. Und ja, Ramcom Fileboys, das müsste ja das da wahrscheinlich sein. So, okay, hier brauche ich jetzt dann maximal erstmal den ersten. Und ah ja, okay, das war jetzt, dass der erste Manager natürlich gekauft werden kann. Das werde ich dann jetzt gleich nochmal aktivieren. Okay, hier müssen wir ein bisschen aufpassen, beziehungsweise muss ich schauen, wann das genau losgeht. Okay, bis 25 ist es sozusagen ungefährlich. Das heißt, bis dahin kann ich das einfach mal aktivieren und sozusagen bis 25 aufkaufen, um den ersten Bonus mitzunehmen. So. Okay. So, was jetzt noch fehlt, sind da nochmal die Investments für, also die Fitness sind sozusagen das Langsamere. Und genau, die Shredmills, hier wird dann die Shredmills verringert. Das werde ich dann erstmal noch schauen, dass ich sozusagen nur bis, ja, zum Beispiel 49 arbeite. Und genau, die anderen kann ich da auch schon mal aktivieren. Das heißt sozusagen hier auf der rechten Seite sind die ganzen, ja, die meine Profite schmälern können, wenn ich die zu leichtfertig sozusagen aktiviere. Aber letztlich ist erstmal das Ziel aus meiner Sicht, alles dann gleich auf das Siebenfache zu bringen.
Mal gucken, was die Galerie noch gesagt hat. Okay, bis 10, 15, 20, 25, 30. Okay, bis 45 kriege ich hier auf jeden Fall erstmal ein paar Mal multipliziert, bevor ich dann letztlich hier den ersten Schritt mache und sage, okay, ich gehe da jetzt eine Mini-Verminderung ein. Wobei, achso, Moment, das war jetzt gar nicht die Galerie, das war ja bloß die Veggies. Jetzt muss ich nochmal schauen. Okay, also hier ist es bis 40. Hier sind auch die Profite, also es war ja angezeigt, Moment, ich schaue nochmal auf dem Dings, ich glaube es waren 9, ne, es sind 7, also es sind 7 sozusagen Bonusgeschichten, die dort aktiviert werden, und die Bonusgeschichten werden, mal gucken, ob das jetzt alles hier in der Geschichte, okay, da ist ein Badge, okay, 6 Megabucks, Soda Badge, Gold und Burger Badge. Okay, so 1. Also das heißt, dass ich hier gar keine Multiplikatoren bekomme, sondern das heißt, der 1, 2, 3 und der vierte Badge. Also es gibt wieder 4 Badges und dann gibt es letztlich noch also 4 Megabucks, die 10 mal Gold und da war doch noch irgendwas. Und 6, also insgesamt 10 Megabucks zu gewinnen und sozusagen einmal 10 Gold, letztlich um das ganze Event abzuschließen. Und es muss mindestens alles bis 100 geschafft werden, damit ihr letztlich diese, die maximalen Bonus-Items sozusagen aus diesem Event abgreifen könnt. Aber es wird auf jeden Fall, dass man sich auf jeden Fall ziemlich beeilen muss, weil es ansonsten, ziemlich knapp wird, weil das Event geht jetzt nur, immerhin 11 Tage. Also mal sehen, ob innerhalb der 11 Tage es sozusagen ohne weiteren Bonus möglich ist, das Ganze zu aktivieren. Also die ganzen Items und die ganze Galerie zumindest voll zu machen, die ganzen Achievements zu aktivieren. So, jetzt ist mal Zeit, hier ein bisschen auf die Tube zu drücken. Und letztlich hier die kleineren Sachen, die auch deutlich schneller durchlaufen, sozusagen eben zu aktivieren, zumindest solange sie mir dann hier nicht mein anderes profitablen Bereich letztlich schmälern. Und da kann ich jetzt auch, ja, jetzt habe ich das gerade schon wieder ausgegeben, aber dann kann ich auf jeden Fall schon mal die Manager hier aktivieren, damit ich für diese schnellen Sachen natürlich auch nicht ständig dort klicken muss. Und okay, hier ist jetzt schon zu viel, das heißt, hier will ich ja maximal bis 49 gehen. Okay, das war jetzt genau 1 zu viel. Aber im Endeffekt kann man hier sowieso dann jeweils resetten. Ah, okay, ich kann noch gar nicht resetten. An der Stelle ist natürlich geschickt, dass ich sozusagen dann mit den Malussen letztlich leben muss. Na gut. So, erstmal ein bisschen schauen, welche Quoten hier letztlich noch aktiviert werden können. Das heißt, also immer sozusagen das zweite Event vernachlässigt dann die, also verringert dann letztlich jeweils die gegenüberliegenden Profite. Das heißt, hier das Pro-Shake-Team, dann das Taekwondo Flex wird dann wahrscheinlich durch dieses Videogames sozusagen wieder minimiert. Aber im Moment ist das alles noch relativ problemlos, weil die alle bis 25 hochgenommen werden können und ich hier zumindest die Multiplikatoren deutlich früher aktiviere. Jetzt muss ich mal schauen, also 25, 20, okay, das geht genau in 5er Schritten runter. Und hier mal den nächsten Manager mit dazu nehmen, damit das aktiviert werden kann. Und so, das heißt, das schnellste hier unten bringt jetzt zumindest auch 1000, während das hier noch eine Minute braucht. So, dann gehe ich gleich mal die nächsten Manager aktivieren, damit im Endeffekt auch die hier, also die brauchen jetzt 9 Sekunden, 12 und 15 Sekunden.
brauchen aber nur 6, 13 und 33.000, um aktiviert zu werden. So. Das ist auf jeden Fall eben wieder eine interessante Variation, sozusagen vom Spielprinzip her. Zumindest sind jetzt wieder alle 10 Fabriken verfügbar. Dafür eben, dass sozusagen auch eine negative Beeinflussung möglich ist. Das ist auf jeden Fall eine lustige Kombination. Ja, im Moment ist es natürlich jetzt relativ wenig zu tun, außer sozusagen gezielt dann nachzukaufen und die einzelnen Teile zu aktivieren. Achso, ja, natürlich, wenn ich hier die Manager noch nicht aktiv habe, sollte ich die selber aktivieren. Genauso wie hier habe ich ja auch noch keinen Manager aktiv. So, das heißt jetzt hier für die schnellen Sachen auf jeden Fall schon mal die beiden Manager zu aktivieren. Das heißt, ich muss nur noch bei dem hier unten klicken und dann schauen, wo ich die nächsten Multiplikatoren bekomme. Bei dem ist es ja jetzt auch egal, dass ich da so da auf jeden Fall jetzt auf 75 hoch kann. Das heißt, hier sollte ich jetzt unter 100 bleiben. Ich werde es jetzt mal kurz laufen lassen und einfach schon mal ein bisschen einsammeln. Und ja, ich werde euch sozusagen jetzt einfach mal dann noch einen Sprung machen, dass ihr dann seht und das einfach so in ein paar Minuten, wenn hier dann sozusagen alle Sachen aktiviert sind, das weiter zu verfolgen. Und ja, auf jeden Fall für euch auch viel Erfolg, das einfach auszuprobieren und hier den Abgleich zu machen. Wie gesagt, dann so wie ich es jetzt gesehen habe, darauf zu achten, dass bei jedem zweiten Sprung auf der rechten Seite letztlich hier dann die Malusse fällig werden. Aber ja, einfach mal ausprobieren und ja, viel Spaß dabei. Bin dann gespannt, wie schnell und wie häufig in Zukunft bei Adventure Capitalist auch die ja, weiteren Events dort stattfinden. Einfach damit man auch aktiv mehr hier anstellen kann. So, willkommen zurück. Ich hoffe, dass ich jetzt das mit der Maus in Ordnung gebracht habe, dass sie nicht diese Doppelklicks auslöst. Wenn jemand von euch eine Info hat, ob das irgendwie mit dem Logitech, mit dieser Gaming-Tastatur zusammenhängt oder wodurch eventuell das zustande kommt, dass die Maus sozusagen, obwohl man nur einmal klickt, irgendwie zwei Klick-Events auslöst, einfach mal Bescheid geben, weil eventuell hat es irgendwie damit zu tun, dass das Gaming-Pad ja auch nochmal eine zweite Maus sozusagen simuliert und da irgendwas ausgelöst wird. Ihr seht, ich habe inzwischen sozusagen alle Felder zumindest einfach gekauft, aber also bis hier die Veggies letztlich bis zu diesem Everything Unlock 7 kommt, das wird noch einiges kosten, weil die steigen sicherlich auch noch weiter rapide an. Und das heißt allein das hier musste schon viermal durchlaufen, um allein einen weiteren Veggie zu kaufen. Umgekehrt werde ich jetzt schauen, dass ich jetzt natürlich hier den Burger als nächstes auf die 25 bringe, wo der mit 25 multipliziert wird und dann die anderen sozusagen nah an diese Untergrenze. Und sonst ist einfach mal schauen, also der hier wäre jetzt für 25 natürlich prädestiniert, das werde ich jetzt auch gleich erstmal dann noch machen. Mal schauen, der hier hatte schon 700.000, ich glaube, da ist es auf jeden Fall lohnender, den hier zu aktivieren. Weil der auch bloß noch zwei Aktivierungen braucht. Wenn der jetzt durch ist, okay, mir fehlen jetzt noch 400.000, um dann hier einen 25-Multiplikator zu bekommen. Danach fehlen hier noch 8, bei dem anderen sind es im Endeffekt 9, die hier dazukommen müssen, das ist also noch eine ganze Reihe. Und dann die 2, also die 10 bzw. die 5, also hier noch 8 und hier noch 4 drauf. Das wird noch einiges kosten. Mal schauen, was sich da sozusagen am ehesten lohnt. Auf jeden Fall, jetzt werde ich erstmal hier natürlich die 8,95 abwarten. Und mal sehen, ab wann sich hier tatsächlich dann Angels einfinden, ab wann sozusagen der erste Reset möglich wird. Und das andere wäre zum Beispiel hier zu schauen. So, jetzt haben wir da den 25-Multiplikator. Damit ist der jetzt auch bei 375.000, was natürlich hier sehr praktisch ist.
Und mit dem Veggie, der alles verdoppelt, genauso wie die 7er. Also vorher werde ich es hier mit der 5 verdoppeln und dann mit der 7 nochmal verdreifachen. Ist natürlich auch dann mal nachschauen, wann nach dem Sofa letztlich. Also immer hier. Das heißt, bei 100 ist der Malus und bei 150 gibt es dann wieder ja, letztlich den Multiplikator zumindest für das Sofa. Bis dann sozusagen 200, also 199. Das heißt, wenn ich hier 100 draufpacken kann, dann wäre das eine sinnvolle Investition. Vorher würde ich das auch erstmal bleiben lassen. Also jetzt kann ich hier auch den Burger noch ja, vergrößern. Der hat jetzt mit 74.000, ich glaube 15 Sekunden waren das ja. Mal gucken, ob wir es gleich nochmal so grob sehen können, dass der in 15 Sekunden durchläuft. Genau. Ja, mit 74.000 ist der jetzt hier schon ganz ordentlich dabei. Jetzt wäre das nächste Ziel hier entweder die 20 oder hier die 15. Also ich denke mal, dass die 20 leichter zu erreichen ist, weil der hier wahrscheinlich schneller anzieht. Und es sind dann halt nur 8 dort zu verwenden. So, dann kann ich nochmal schauen bei der Soda. Also hier sind sozusagen bei den Malus-Bereichen gibt es jetzt aktuell nichts mehr, was mir ja, was mir zumindest einen Multiplikator aktiviert, bevor ich nicht eins ja, verringern würde. Dafür kann ich jetzt hier bei der Soda noch auch bis 99 hochgehen. Wobei das natürlich ein Tausender alle paar Sekunden, das lohnt sich jetzt noch nicht so sehr. Ja, also bisher habe ich noch nicht gesehen, inwieweit, also hier sozusagen im Tausenderbereich bei den unteren Chargen, das sich schon irgendwie lohnen würde. Okay, bei den Spielkonsolen, da habe ich bis 75. So, hier das nochmal anheben, damit die 46 da gleich hochgeht. Und dann am besten dort gleich doch nochmal die Sachen direkt mitnehmen, da hier die Multiplikatoren zumindest relativ hoch sind oder zumindest die Gewinne relativ hoch sind. Wenn sich hier, ob da jetzt 3 mehr oder weniger dazukommen, wie man sieht, jetzt kaum lohnt, ob da jetzt 300 mehr in 5 Sekunden eingenommen werden oder nicht, macht dort dann nur einen geringen Unterschied. Ja, also von der Preisstaffelung ist es schon sehr interessant, noch ein bisschen zu überlegen, wie die geschickteste Strategie ist, sozusagen nach dem nächsten Reset zu sagen, okay, man aktiviert zwar hier drüben die Möbel, zumindest bis zum ersten Multiplikator und wartet dann ab, bis man den nächsten Malus komplett überspringen kann und auf den nächsten hohen Multiplikator kommt. Das würde letztlich bedeuten für das Sofa, dass man zumindest dann überspringt, wenn man auf 150 kommt. Wobei das auch nur die Geschwindigkeit verdoppelt. Das heißt, da kriegt man nicht sehr viele. Weil hier war zumindest noch ein 20er Multiplikator drin. Hier ist es dann nur ein Speed-Multiplikator, zweifach. Hier ist wieder ein 20er. Das heißt, wahrscheinlich würde es sich erst wieder lohnen, wenn man tatsächlich auf 250 wartet, bevor es sich lohnt, diesen Sessel weiter auszubauen und dann die zwei ja, Verluste mit in Kauf zu nehmen. Mal gucken, ob das bei den anderen ähnlich aufgebaut ist. Also hier hatte ich zuerst die Geschwindigkeit, da ist dann ein 25er Multiplikator, der sich wahrscheinlich lohnt. Dann wieder der Malus und dann die zweifach. Ich denke, dass es am ehesten sinnvoll ist, immer die Multiplikatoren zu verwenden und dann immer bis zu dem Wert zu springen. Und danach dann, also der ist dann wieder Multiplikator, der ist dann wieder für 25, dann wäre hier wieder 25. Oh, da ist er richtig böse dann. Also hier, während hier am Anfang noch mit 0,8 multipliziert wird, beginnt ab 700, sozusagen bei der Hälfte, beginnt dann 0, also werden die Profite halbiert. Mal gucken, ob das beim Sofa auch der Fall ist. Okay, da wird das Sofa dann zwar noch mit 300 multipliziert. Das ist dann die Frage, ob dann hier wahrscheinlich das Sofa in der Lage ist, die anderen sozusagen zu überflügeln. Das heißt aber, bis dahin lohnt es sich wahrscheinlich nicht, über die Hälfte hinwegzugehen. Das heißt, ab 700 hat der auch, genau, also bis 600, 650 ist dann der letzte 20er-Multiplikator. Also da wird es sich nicht lohnen.
Hier dann das Gleiche. Also da sind sie, nee, hier beginnt es schon früher. Ja, also werden sich die 0,8er wahrscheinlich noch irgendwie in Grenzen halten und vielleicht einigermaßen mit anderen Multiplikatoren ausgleichen, ist ab da, wo die 0,5er beginnen. Und das ist wahrscheinlich nicht mehr sehr lohnenswert, wenn sich die anderen halbieren. So, dann müsste es hier wahrscheinlich auch schon deutlich früher losgehen, bei 500. Okay, die gehen ja auch bloß bis 750. Das heißt hier auch irgendwo bei 500, genau, okay, 450, 400, 350, okay. Also hier ist 300 der letzte, das heißt 325 ist bei dem Fleisch letztlich dann der letzte interessante Multiplikator. Während das Fleisch ja noch einigermaßen in der Größenordnung ist, so wie ihr es hier aktuell sehen könnt, mit 74.000 noch einen relevanten Wert hat. Ah, die Upgrades habe ich ja ganz vergessen. Okay, damit... Und da sind die... Okay, die Angel sind hier vor allen Dingen sozusagen für das Gesunde zuständig. Das heißt, da bekomme ich vor allen Dingen dafür welche dazu. Okay, also so wie es aussieht, sind die Upgrades sozusagen eher auf die gesunde Sachen beschränkt, während ich sozusagen hier dann das Ungesunde nur so kaufen kann. Und damit letztlich kleinere, schnellere Profite zu machen, aber es scheint sich nicht so sehr zu lohnen. Sieht man mal von dem Everything ab. Und das Everything geht eh bloß bis 100. Das heißt, es ist gar nicht so sinnvoll, dort allzu viel zu machen, als die Dinger nachher alle maximal bis 100 zu bringen. Also das so schon mal so als Überlegungsstrategie aktuell zu sagen, okay, also hier die Sofaseite maximal bis 100, beziehungsweise zu dem nächsten Multiplikator, der sozusagen nach der 100 kommt, und dann die rechte Seite liegen zu lassen und dann sich hier mit der linken Seite zu beschäftigen. Okay, hier wollte ich auf die 20, da sind wir jetzt schon relativ dicht dran. Da fehlen 8,9 Millionen, das dauert natürlich jetzt schon eine ganze Weile. Okay, der hier oben ist jetzt bei 2,6 Millionen, das heißt aber, ich kann auch den hier unten dann jetzt, wenn der durch ist, mal dazu kaufen. Dann habe ich zumindest hier für den Veggie wahrscheinlich auch mindestens so knapp eine Million, mal gucken. Müssten ja 800, 920 dann sein. So, die Soda hatte ich gesagt, die kann bis 100. Okay, aber wie gesagt, die hier drüben bringen mir nichts, solange ich keine Multiplikatoren erreiche. Das heißt, ich kann die auch einfach erstmal ignorieren. Ich hatte gesagt, beim Sofa warte ich auf die 250, war das, glaube ich. Ne? Also 150 ist der Zweiermultiplikator und 250. Das heißt, wenn ich nicht mindestens 150 für das Sofa mache, lohnt sich das auf jeden Fall nicht, das zu kaufen. Und ja, jetzt einfach mal hier unten noch den Veggie aktivieren. Da kann ich, okay, genau, der ist jetzt mit 9,6 Millionen nochmal deutlich gestiegen, auch wenn er jetzt sich selber sozusagen nur 9-mal durchlaufen müsste. Aber dann ist als nächstes jetzt hier mit den 6 Millionen, ja. Also ihr seht schon, das wird auf jeden Fall eine ganze Weile dauern, bis hier die entsprechenden Stufen erreicht sind. Weil die natürlich wieder sehr exponentiell oder sehr schnell anwachsen, was die Kosten dafür angeht. So, inzwischen bin ich jetzt knapp davor, die Veggies zu kaufen, also beziehungsweise alles auf 7 zu kaufen. Das heißt, damit würde Everything Unlock 3 ausgelöst werden. Das heißt, bei dem höchsten Investment bin ich aktuell bei 168 Millionen. Das heißt, irgendwo bei 450, 500 Millionen würde das dann landen. Die andere Sache ist jetzt natürlich hier den Veggie-Profit mal 7. Das wäre allerdings hier mit den Millionen natürlich jetzt auch nicht sehr lohnenswert, weil es sind gerade mal irgendwo so 14, 15 Millionen. Beziehungsweise sind ja fast 3, also irgendwo bei 21 Millionen vielleicht noch. Aber im Gegensatz zu dem hier, bei 500 Millionen lohnt sich das nicht. Also kaufe ich jetzt mal den Veggie und ich bin gespannt, ob jetzt sozusagen mit dem All-Buy hier die erste Geschichtsteil ausgelöst wird. So. Okay, also der Unlock, habt ihr ja gesehen, dass der aktiviert wurde, aber es ist noch keine Geschichte gestartet worden.
Also dann vermute ich mal, dass die Geschichten erst kommen, wenn ihr tatsächlich die Badges auslöst. Das heißt, ja, der Party-Badge ist sozusagen jetzt der erste Badge, der dann letztlich ausgelöst wird und dann wahrscheinlich die Geschichte angefangen wird zu erzählen. Also ihr seht schon, jetzt der nächste Veggie würde jetzt 68 Millionen kosten. Das heißt, bei dem Maximalen, was ich habe, mit 500 Millionen, also einer halben Billion, wird es ziemlich lange dauern, bis der kaufbar wird. Und es wird auch danach noch nicht sehr leicht werden, weil natürlich der 8, also Nummer 9 und 10 entsprechend noch deutlich teurer werden. Das heißt, so auf Anhieb kann ich euch jetzt noch keine weitere Geschichte zeigen. Aber ich werde versuchen, dass ich sozusagen nach dem Event oder zumindest spätestens dann, wenn ich alle Geschichtselemente freigeschaltet habe, wahrscheinlich mit dem letzten Batch, dass ich die Sachen aufnehme und euch dann nochmal ein kurzes Video zur Verfügung stelle, sozusagen mit der Geschichte ja, für diesmal, für diesen Event. Und jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß dann beim selber spielen und Batch sammeln und natürlich auch schön, dass es jetzt wieder Megabucks und inzwischen auch eben die Goldwährung, die es ja bisher nur zu kaufen gab, auch durch Events erspielt werden kann. Noch ein Hinweis, was ich jetzt inzwischen gesehen habe, also die Multiplikatoren, die hier angezeigt werden, sind natürlich nicht, dass die Gewinne verringert werden, sondern ich habe gesehen, beziehungsweise ich habe es vorher nicht ausreichend darauf geachtet, weil das sind ja alles auch Speeds, also das sind Speed-Multipler, das heißt, ihr verliert zwar keinen Profit in direkter Form, aber die Laufzeiten verlängern sich dann wieder erheblich. Also einfach mal im Auge behalten, wie schnell die dann umlaufen und wahrscheinlich nach verschiedenen Resets wird sich lohnen, erst die hier hochzubringen und dann möglichst schnell durchzupushen und erst spätere Events, also erst spätere Multiplikatoren zu nutzen. Wie zum Beispiel hier dieser Everything, naja, den bekommt ihr sowieso bis 15. Ja, das heißt, das sollte eigentlich dann ohne große Probleme sein, dass ihr sozusagen auf der gesunden Seite bleibt und dort die Multiplikatoren hochbringt. Und weil es gibt sozusagen Everything Unlock hier wenig Multiplikatoren, außer eben, dass die Badges dann freizuschalten sind. Soweit für diese Folge und wie gesagt, ich bringe euch dann noch eine Folge mit den Zusammenschnitten für die Story. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.